hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung? Also eine Widerstandskämpferin, meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige. Wir haben doch gewusst, was wir machen. Wenn man Goebbels Tagebücher liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte. Glauben Sie, vor der Kamera werde ich Ihnen das sagen? Da mache ich überhaupt nicht mehr mit.